Kunst und Kultur spielen eine besondere Rolle im gesellschaftlichen Gespräch einer Stadtgesellschaft. Und zu einem solchen Gespräch begrüße ich sehr herzlich heute Mariam Gandahari, eine Literaturagentin und Brückenbauerin zwischen der persischen und der deutschen Kultur. Vielen Dank, Mariam, dass du dir die Zeit für Werkstatt Zukunft nimmst. Wir sind im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg und haben uns zwischen den 16 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten SDGs, aufgebaut, den Sustainable Development Goals. Auch wir sind in der Mission 2030 unterwegs in Sachen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Das Landesmuseum Natur und Mensch ist ein guter Ort dafür, denn diese ehrwürdige Oldenburger Kulturinstitution ist mit der Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes auf dem Weg, die Zugänge für alle Menschen unserer Stadtgesellschaft zu öffnen. Die Selbstverständlichkeit bestimmter kultureller Praxen hat ja auch hier in Oldenburg mittlerweile Fuß gefasst, und damit wir davon bewusster profitieren, haben wir Mariam Gandahari eingeladen. Mariam, mit deinem Einverständnis stelle ich dich kurz vor. Du bist in Teheran geboren, also im Iran, und sofort fängt es an, bei dir international zu werden. Deine Mutter wuchs in Hamburg auf, dein iranischer Vater hat in Großbritannien studiert. Also für dich ist es selbstverständlich, sich im iranischen Kulturkreis zu verhalten, und das Europäische ist dir ja auch geläufig, also britisch und deutsch. Dann sprichst und schreibst du als Übersetzerin auch noch Französisch. Was sind für dich, ist jetzt eine schwierige Frage, was sind für dich die krassesten Gegensätze in diesen Gesellschaften? Erstmal bin ich sehr froh, dass ich hier zu Hause sein durfte, und bin ich auch eingeladen zu diesem Interview. Was ich jetzt zu diesen krassesten Sachen, die zwischen diese Kulturen sind, kann ich mal sagen, ich bin damit aufgewachsen und bin sehr gewohnt, Unterschiede zu spüren, weil gerade mit 5 Jahren bin ich zu einem Kindergarten gegangen und danach anschließend zu einer Schule und Gymnasium, die ein Französisch persische Schule war und von Nonnen In Teheran. Mhm. Ja. Und das waren katholische Nonnen. Von welchem Orden? Ich weiß nicht so genau, das war vor der Revolution, und ich kann nur, weil damals sind wir als Muslimen mit Juden und mit Christen in einer Atmosphäre aufgewachsen. Und diese Unterschiede waren für uns so normal, dass wir nur ein friedliches Zusammenwachsen gelernt haben. Und wie du auch gesagt hast, im Kreis der Familie waren auch diese Unterschiede, Ansichten da, und deswegen kann ich sagen, so krassen kann ich weniger finden. Dann ist es aber auch gar nicht so unterschiedlich, und das ist doch auch eine tolle Aussage, weil ich habe jetzt einfach nur ein Klischee bedient, es muss ja alles total unterschiedlich sein, ist aber völliger Quatsch, wir sind uns sehr, sehr viel näher, als wir eigentlich so denken und auch wissen, aber du hast es erfahren. 2015 haben die Vereinten Nationen die 17 Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. 193 Regierungen haben diese Ziele damals in Paris unterzeichnet. Ziel 16, Frieden und Gerechtigkeit, hebe ich hervor, denn ohne Frieden bekommen wir diesen Planeten nicht vor der Menschheit gerettet. Doch der Schlüssel ist für mich Ziel 4, die Bildung. Du bist als Kind über deinen Vater schon mit nachhaltiger Entwicklung ja ziemlich früh in Berührung gekommen. Wie geschah das und was ist daraus entstanden? Ja, also ich glaube, zu dieser Frage kann ich einfach das hier zeigen, im Zusammenhang mit Frieden. Egal welche Sprache, welche Form und welche Schrift, dass man schreibt, Frieden. Frieden hat eine klare Bedeutung, das heißt, man hat diese Sicherheit, in der Umgebung, die man hat, zu leben, ohne Ängste zu haben und ohne Ängste zu machen. Ich finde, Bildung ist ein sehr wichtiger Schlüssel, damit man zu diesem Ziel erreichen kann. Und nachhaltige Entwicklung
nachdem ich erfahren habe, ist unerreichbar, wenn man kein friedliches Zusammenwachsen erfahren kann. Und Bücher, Kunst, Sprache, Schrift, Theater, Spiele, die Welt der Kreativität öffnet eine unfassbare Tür zu dieses Zusammenleben, zum Frieden. Und deswegen, ich finde, Bildung ist einer der ersten Schlüssel, wo wir auch mit den Kindern ganz von Anfang an anfangen wollen. Vielleicht besser auch gesagt, vorher mit den Eltern. Wir müssen mit den Eltern schon arbeiten. Schon im Kindergarten. Ja. Du hast ja auch in nachhaltiger Entwicklung im Prinzip promoviert. Ich darf den Titel mal eben deiner Doktorarbeit vorlesen. Lösungsansätze zur Förderung einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung in den Trockenzonen Irans. Das ist ja schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, aber beschreib das doch mal bitte. Also welche Lösungsansätze könnten das denn sein? Weil das ist ja sehr wüstenähnlich im Zentral-Iran. Ja, ich muss einfach einmal zur Geschichte kommen, warum oder wie bin ich überhaupt auf nachhaltige Entwicklungsprojekte im Iran gekommen, weil ich habe Literatur studiert, französische Literatur studiert und meine Magisterarbeit war auch überhaupt in einem anderen Bereich und ein Buch hat mein Leben geändert, weil meine Freundin wollte mir ein Buch zurückgeben. Danach haben wir uns getroffen bei meinem Vater. Und da mein Vater auch sehr unterwegs war im Bereich von diesen Projekten, wusste ich überhaupt nicht, was er macht. Und als er eines Tages ich mit ihm darüber gesprochen habe, er hat gesagt, ja, wir haben Projekte, die in ländlichen Regionen im Iran stattfinden und wir versuchen partizipatorisch, weil er hatte ein Beratungsunternehmen, wir versuchen partizipatorisch die Leute mit einzubinden, überhaupt über ihren Wohnort selber zu denken. Und da Iran sehr abhängig ist von Erdöleinnahmen und wie wir jetzt sehen, die sind abhängig von diese Sanktionen, das Land ist betroffen davon. Und damals haben wir gearbeitet, wie dann die Landsleute überhaupt über ihre eigenen Ressourcen denken können. Und das ist, was wir auch hier im Rahmen dieser Ausstellung sehen. Es wird in verschiedenen Regionen versucht, die Leute, die Einwohner, zu diesen Kompetenzen stärken, dass sie selber Lösungen finden und man hilft als eine Organisation, als eine Institution oder als einem anderen Land, man ist zu Hilfe da, um diese Leute zu stärken. Und da haben wir auch, also in diesem Doktorarbeit geht es auch darum, wie wir da geschafft haben, diese Potenziale mit Hilfe von Einwohnern wiederzubeleben. Und machst du das über die ganzen Jahre, also auch heute noch aktuell, dass du Menschen dazu befähigst, in ländlichen Regionen sich einfach nachhaltiger zu verhalten? Ja, wir versuchen so weit wie möglich auch noch immer unser Einfluss, sage ich mal, zu haben und sie zu orientieren. Aber meine Rolle hat sich ein bisschen geändert. Da war ich als ein Projektmitglied oder Leitung von ein paar Bereiche und heutzutage versuche ich mit Literatur die Botschaften der Bücher oder die Botschaften der Schriftstellern da
weiterzugeben. Also im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Und wie offen ist die persische Gesellschaft dafür? Ja, die persische Gesellschaft ist offen dafür. Es gibt natürlich Hürden, sage ich mal, mit im Bereich von Literatur und oder Zusammenarbeit mit Verlagen. Wir haben einige Probleme, als Beispiel Copyright. Oder wegen Sanktionen haben wir unterschiedliche Preise von heute auf morgen mit dem Papier. Also das heißt, auch die Verlage, die bereit sind, mit Copyright mit uns zu arbeiten, dann haben sie Probleme bei der Produktion. Und das sind Hürden, die wir versuchen, immer irgendwie zu überwinden. Viele deutsche Verlage kooperieren so netterweise wirklich mit uns, auch viele Schriftstellern und Illustratorinnen, und wir versuchen diese Einheit, ich finde, Corona hat uns auch gezeigt, dass wir alle in einem Boot sitzen, und egal welches Land, wenn die von die minder mindestens Lebenswohlbefinden einfach ausgeschnitten ist, dann das wird auch uns wieder betroffen. Das ist ja die Menschen, die am wenigsten dafür können, die sind am stärksten von der Klimakrise betroffen, und die Ungerechtigkeit auf der Welt sehen wir jetzt auch bei der Verteilung des Impfstoffes, selbstverständlich. Inwiefern hat denn die Klimakrise auch in die Literatur, also der persischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Einzug gehalten? Und ich sehe, du machst ja auch ganz viel für junge Menschen, also schon auch im Kindergarten mit Naturschutz und Umweltschutz anzufangen. Wie empfänglich sind denn junge Menschen im Iran dafür? Ich muss sagen, die junge Generation sieht überhaupt die Klimapolitik ein bisschen anders, und wegen Medien, diese sozialen Medien, das schon so jetzt zu erreichen ist, kann man auch sehr schnell an Nachrichten rankommen, und die Bewegungen bei NGOs ist sehr hoch. Manchmal dauert es bei staatlichen Politik wegen dieser ganzen Sachen, was da läuft. Aber im Bereich von Bevölkerung tut sich was. Und im Bereich von, weil du gesagt hast, im Bereich von Kindergarten, wir haben schon auch hier Migrantenfamilien, die entweder persischsprachig sind oder auch anderssprachig. Da ich mit Amt für Familie und Jugend arbeite, wir versuchen auch diese Bildungspakete an den Familien weiterzugeben. Das wäre jetzt schon meine nächste Frage gewesen. Ja. Weil ich wollte dich fragen, welchen Vorschlag du hast, dass wir hier in Oldenburg auch das große Thema Nachhaltigkeit, jetzt so ganz allgemein formuliert, aber im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, enger mit Migrantinnen und Migranten verknüpfen können. Geht es nur mit Bildungspaketen, die über die Stadt kommen, oder welchen Vorschlag hast du? Also ich finde, diese Umdenken muss zuerst bei uns im Gehirn passiert. Also wir müssen ein bisschen, im Kopf, wir müssen ein bisschen anders umdenken. Und gerade diese Ausstellung ist ein sehr guter Anfang. Was ich in meiner Rolle zum Beispiel jetzt versuche zu machen, dass ich die Familie hier einlade. Dann bin ich auch hier als, sage ich mal. Aber wie sprichst du die an, und wie überzeugst du die zu sagen, komm doch mal, wir gehen hier ins Landesmuseum Natur und Mensch, hier gibt es eine super Ausstellung, Mission 2030, es geht um die Nachhaltigkeitsziele. Was ist das Argument, dass sie dann auch hierhin mitkommen? Ja, ich finde, heutzutage braucht man nicht so viel diese Überzeugungsarbeit, wenn man einfach die Probleme darstellt, weil die sehen diese Klimaänderung. Die haben schon mit den Konsequenzen von Ungerechtigkeit, Krieg, Armut, alles zu tun. Also das ist, dass jede Familie irgendwie das miterlebt hat. Und ich will sagen, Corona, Pandemie hat ganz viele Nachteile,
Aber ein Vorteil war, dass wir alle mit einem Auge sehen mussten, dass wir nur diese eine Welt haben. Und wenn wir diese eine Welt nicht gemeinsam retten, egal in welcher Situation wie wir sind, als Individuum, als Familie, als Institution, dann sind wir Verlierer. Und wir haben auch wirklich nicht viel Zeit. Das ist, was ich jetzt sehe. Konstruktion dauert lange, aber Zerstörung ist innerhalb von ein paar Minuten, Sekunden. Wir haben das in Überschwemmungen in Deutschland gesehen. Also deshalb, ich glaube, Überzeugungsarbeit braucht man nicht. Man muss nur sagen, guck mal, hier in der Nähe ist das. Und diese Termine sind wir da. Wir sind offen. Mhm. Und die kommen. Wir hatten schon vor 2 Tagen Kinder hier, die haben immer gefragt, wann ist die nächste? Wann können wir? Also das heißt, die Motivation ist da. Man braucht nur eine gute Einladung. Eine Frage noch zum Schluss. Wie organisieren wir denn eine offene, eine freiheitliche, eine vielfältige Gesellschaft, in der wir, und jetzt wird dir ein Zitat von Adorno sehr gut gefallen, in der wir ohne Angst verschieden sein dürfen? Ja, das ist gerade auch eine gute Frage, wo ich selber auf die Suche von der Antwort bin. Aber ich muss sagen, die Antworten finde ich so sehr in den Büchern, in den Spielen, auf der spielbaren Messe. Ich war zum Beispiel und ich habe so ein Puzzle gesehen. Das habe ich auch jetzt, Maut habe ich nie gebracht. Und das sind so Tausende von Menschen, Tausende von Figuren. Und was macht diese Puzzle schön, wenn wir zusammen sitzen und jedes Puzzle. Teil, weißt du, jedes wir Teil. Wir verabreden uns mal zum Puzzeln. Ja, genau. Ja, und das dann, machen wir. Und dann, dass wenn man, und wenn die Familie, wenn ein Kindergarten, wenn die Menschen zusammensitzen und jeder ein Teil davon sitzt. Und genau das ist jetzt mit Gesichtern von Menschen, man kann auch mit den Gedanken von den Menschen, von Seelen der Menschen. Ich finde, diese Unterschiede, interreligiöse, intergeneration Gespräche, diese multifunktionale Gesicht eines Menschen bringt viel. Und da denke ich, da braucht man keine Angst zu haben, weil je man einem klopft, dann kommt was auch Schönes daraus. Nur man muss gucken, mit welcher Brille man anguckt. Herzlichen Dank, Mariam Gandehari, für dieses Gespräch im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg. Wir haben darüber auch gesprochen, wie wir eigentlich miteinander leben möchten als Stadtgesellschaft. Wir sind zum Puzzeln verabredet mit ganz unterschiedlichen Menschen. Vielen Dank für deine Aspekte zu Nachhaltigkeit hier in Oldenburg und umzu und in deiner Heimat auch Iran. Vielen Dank für diese Eindrücke. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema in Werkstatt Zukunft aus dem Landesmuseum Natur und Mensch in diesem SDG-Setting Mission 2030. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Tschüss.